Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. So, ich melde mich heute noch mal ganz unangekündigt, weil ich kann das nicht euch schreiben. Das ist für mich etwas, ja, es ist heute was ganz Krasses passiert. Es gibt so ein paar Projekte, die ich einfach noch innehalte und wo ich so selber mit mir ausklabustern muss und ja auch Sachen schon in die Wege geleitet habe mit dem Verein, mit meinen ganz, ganz tollen Kolleginnen, die wir jetzt nach und nach erzählen werden. Aber es gibt ein Projekt, was ich vielleicht schon mal angerissen habe, aber noch nicht so verdeutlicht habe. Und zwar geht es darum, ich habe ein Leuchtturmprojekt ausgearbeitet, schon im letzten Jahr. Und in diesem Leuchtturmprojekt geht es darum, in allen größeren Städten Selbsthilfegruppen zu erstellen für Betroffene von narzisstischem Missbrauch in Kombination mit häuslicher Gewalt. Und ich habe auch versucht, als ich am 30.06. meinen letzten Arbeitstag hatte letztes Jahr, irgendwie da einen Fuß reinzubekommen. Aber es hat nicht funktioniert, weil einfach die Anlaufstellen nie klar waren. Und ich habe heute mit einer ganz, ganz wunderbaren Frau gesprochen, mit der ich schon öfter jetzt zu tun hatte und ja, die dann mit mir gesprochen hat, weil ein Kongress zur häuslichen Gewalt jetzt am 4., 5., 6., 6. in Berlin stattfindet. Und ich wäre da eingeladen gewesen, aber ich musste das absagen, weil ganz große andere Projekte gestartet, also gerade an diesem Wochenende starten. Also als erstes spielt natürlich Samstags Eintracht Frankfurt. aber da, deswegen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich sonntags nach Köln muss, schon zu einem großen, großen, großen Projekt. Und dann noch 2 Tage später ich noch mal einen Dreh habe, der auch sehr groß wird und ich deswegen nicht dorthin gehen konnte. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich ja dieses Leuchtturmprojekt habe ich ihr ja schon erzählt und da hatte sie zu mir gesagt, nee, da haben sie mir nichts von erzählt, von dem Leuchtturmprojekt. Auf jeden Fall war die so angetan von diesem Projekt, dass wir wirklich länger darüber gesprochen haben und sie gesagt hat, Frau Beck, das muss in das Bund, also das muss vom Bund gefördert werden. Sie wird alles dafür tun, dass das vom Bund gefördert wird. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Sie ist irgendwie da im Aufsichtsrat oder in irgendeinem Rat. Ich komme da gar nicht, kann gar keine Worte fassen. Im Bundesinnenministerium. Und sie möchte, dass ich nächstes Jahr dieses Projekt im Bundesinnenministerium vorstelle. Und ich weiß überhaupt gar nicht, ich muss das erstmal sacken lassen. Also, ich bin sprachlos. Oh Gott, wenn ich das umsetzen könnte, dass es in allen großen Städten geleitete Selbsthilfegruppen zu diesem Thema gibt und dann vielleicht die nicht alle Großstädte, sondern größeren Städte. Also, ich darf jetzt natürlich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich ja diesen Plan, ja, der ist nicht patentiert oder irgendwas, sondern ich möchte das ja auch so dann einzigartig weitergeben. Aber das wäre so gigantisch, dann hätten alle Anlaufstellen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und dann haben wir einfach eine ganz, ganz große Base, wo wir, ja, wie soll ich sagen, wo es Anlaufstellen gibt, wo auch vom Bund gefördert werden würden. Das wäre für mich das absolute Highlight. Aber auch wenn es nicht klappt, selbst dass ich so ein Projekt im Bundesinnenministerium vorstellen darf, das ist gigantisch. Vielleicht gibt es dann andere Leute, die daraus was machen, die vielleicht versuchen, ja, da irgendwie was draus zu drehen, wo vielleicht Inspiration ist oder so. Es hat für alles seinen Sinn und Zweck. Und ich habe auch zu meinen Mädels gesagt, alles kommt, wie es kommen soll. Wenn es nicht klappen soll, dann soll es nicht klappen. Das ist nicht schlimm. Aber ich bin dann nach außen gegangen mit dem Thema und ich habe es probiert. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn es nicht klappt. Aber es kommen dann wieder neue Sachen und ich bin so happy und so dankbar. Und ich konnte jetzt 4 Stunden auch dafür keine Worte finden, weil für mich ist das etwas, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin ja einfach nur eine Person mit euch zusammen. Ja, es ist einfach so, dass ich alles, was ich tue, liebe und dass ich diese Chance bekomme. Nächstes Jahr, gerade Anfang nächsten Jahres, soll das wohl stattfinden. Das macht mich völlig sprachlos und völlig konfus und gaga und irgendwie tun auch voll die Hormone übersprühen.
Und jetzt morgen, dass mein Sohn 18 wird, es ist, puh, es ist gerade echt total viel. Aber mein Gott, ich kann das überhaupt nicht glauben. Ich hoffe so, so, so sehr für alle Betroffenen, dass ihr, wie wir, diese realen Selbsthilfegruppen besuchen könnt. Es kann man ja nicht mehr beschreiben, wie wichtig das ist und wie viel es einem auch gibt, in dieser Gruppe teilzunehmen. Vielleicht, da bitte ich alle drum, die in die richtigen Selbsthilfegruppen gehen, einfach mal drunter zu schreiben, was ihr Empfinden ist bei den Selbsthilfegruppen. Und es sind so viele bei uns in der Gruppe auch schon so weit gekommen und ich wünsche das einfach allen von euch, dass ihr da hingehen könnt und euch austauschen könnt und Hilfe bekommt und von anderen lernen könnt. Und oh Gott, es tut mir leid, ich bin total neben der Spur, aber ich freue mich so, so, so sehr. Wenn ich, das wäre mein größter Traum, das, ja gut, nee, das stimmt nicht. Mein größter Traum war es, Vorträge zu halten. Und das ist auch nach wie vor so, Vorträge, aber das zu installieren, vielleicht sogar mit dem Verein zusammen. Mein Gott, ich habe keine Worte, ihr Lieben. Ich bin einfach sprachlos und ich freue mich so sehr. Das wollte ich euch mitteilen. Und wie gesagt, auch wenn es nicht klappt, für mich ist es kein Problem. Für mich ist es einfach so, dass die Wege immer weitergehen, immer, immer, immer weiter. Und dass jede Frau, jeder Mann, der geholfen bekommt in dieser Situation, ist alles wert. Versteht ihr? Jeder einzelne Mensch ist so viel wert und das möchte ich euch einfach mitgeben und zeigen. Und ja, ich werde jetzt den Fanta-Kuchen für meinen Sohn morgen backen, sonst bin ich geliefert und ich freue mich einfach so, so doll. Entschuldigung, aber ja, jetzt seht ihr mal wieder die Svenja, die total die Spinnerittes hat. Aber so bin ich und anders werde ich auch nicht mehr. Ich drücke euch ganz doll, ihr Lieben, und danke, dass ihr mir zugehört habt. Ein schönes Bergfest. Morgen einen schönen Mittwoch. Macht's gut. Tschüss.